So, wir waren gerade dabei, ein bisschen in die Offensive zu gehen und hier durch das Tor durchzubrechen, um zu sehen, was dahinter ist. Also packen wir uns mal hier die Kreaturen und schmeißen die hier hin. Ah, sehr geil, da hinter der Tür gibt es noch ein zweites Portal, wodurch wir dann zusätzliche Kreaturen noch bekommen können. Also ein Portal hat ein Limit von 15 Kreaturen und für jedes weitere Portal, was wir bekommen, können wir nochmal 5 Kreaturen extra bekommen. Ich helfe mal den Kreaturen wieder hier mit dem Blitzschlag aus. Okay, das war jetzt relativ klein. Aber wir haben auch schon eine recht schlagkräftige Truppe jetzt inzwischen uns zusammengesammelt. Und ich würde mal sagen, wir graben dann auch mal hier gleich ein bisschen weiter, bleiben schön in der Offensive, dass wir hier mal das langsam fertig kriegen, das Level. So, hier, schön erobern alles. Ah, da oben ist sogar noch ein magisches Item. Mal schauen, was das bringt. Jetzt nehmen sie zu dritt das Portal ein. You've taken over an enemy portal. Kann man hier nach oben? Rejoice. A second portal is now claimed. Prepare. Und ich sehe gerade auf dem Radar, dass sie hier wieder versuchen, uns von der Seite anzugreifen. Ja, zweimal fallen wir natürlich nicht auf den Trick rein. I see you have discovered a magical item. Wir sind ja lernfähig, ne? Ah, und jetzt, jetzt habe ich gar nicht gesehen, was der magische Gegenstand bringt, aber der wird von den Imps schon in die Bibliothek gebracht. Also können wir gleich mal gucken gehen, was er bringt. Wäre natürlich ideal, wenn wir da jetzt nochmal irgendwie ein Level up für die Kreaturen. Da haben wir schon drei in. Ah, okay. 12 Imps haben wir jetzt. Nur haben wir nochmal 10 extra gekriegt. Nimmt man natürlich auch mit. So, Imps hier gleich. Ich werde mich hier gleich mal durchgraben, weil die Imps sind mir so ein bisschen zu lahm gerade. Ach komm, mach das kaputt da. Danke. Behold, Lord Ludwig's old decrepit servant Bard, who's left on guard alone. Disturb him, and he'll call his comrades. Would be best if he stayed quiet. Possess a dark elf. Use her eyesight. Zoom your vision to the target. Once you have him, shoot and kill. Ich werde jetzt auch von der Seite angreifen, weil im Anfangsvideo hat man gesehen, dass die Mauern nicht komplett, komplett an der Seite verstärkt sind. Das heißt, da können wir uns recht leicht durchgraben. Und das machen wir uns jetzt zunutze, also. Ich denke mal, kreaturentechnisch. Oh, 8 Elfen, ey. Also, kreaturentechnisch sollte es eigentlich hinhauen. Ich werde dann gleich die beiden Zaubersprüche noch benutzen. Dann werden unsere Kreaturen noch ein paar Level 6er dabei haben und alles. Dann dürfte es eigentlich kein Problem mehr geben für uns. Mal weiter hier. Ah, genau, hier wollte ich dann durch. Jetzt muss ich natürlich erstmal darauf warten, dass wir hier die Sentry-Kanone gleich kaputt machen können. Ah, der eine Imp ist da jetzt gefangen. Ah, 4 Goblins, wir haben ein paar Nahkämpfer noch gekriegt, das ist auch sehr gut. Oh ja, der todesmutige Imp, der nimmt ein, obwohl da die Sentry rumschießt. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, ab zum Angriff. Nein!
Und dann nutzen wir auch gleich unsere beiden Zauber. Okay, jetzt sollte es eigentlich keine Probleme mehr geben. Hier, ihr könnt gleich hier bleiben. Zwei Schurken Level 1, okay, das sollte uns jetzt vor absolut gar keine Probleme mehr stellen. Und da kommt jetzt auch schon der Boss. Vielleicht mal die Truppen nochmal neu sammeln. So, Leute, Angriff jetzt. Okay, der ist zwar Level 2, aber wir haben solche Übermacht, also das dürfte jetzt eigentlich kein Problem werden, denke ich mal. Das sollten wir locker schaffen. Boah, das sieht gut. Ja, sehr schön. Das war's. Schon kommt Horny. Ja, das vierte Level ist damit auch geschafft. Besten Dank, dass ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich würde sagen, dann sehen wir uns im fünften Level, ne? Bis denn. Oh.